Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stay and Play Gaming. Heute mal wieder Curse of the Dead. Zur letzten Folge vielleicht noch als kleine Info, warum vielleicht mein Leben so niedrig ist. Der kopflose Wächter hat uns das letzte Mal auf jeden Fall gehörig ein paar auf den Deckel gegeben. Deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich versuchen, in den nächsten paar Runden auf jeden Fall auf ein Level zu gehen, wo wir wieder Leben regenerieren, bevor wir dann ins Jenseits abwandern. Freut mich auf jeden Fall wieder, dass du mit am Start bist. Dann würde ich mal sagen, somit starten wir rein. So. Da geht mal wieder kein Licht. Alles klar. Aber hier haben wir wieder auf jeden Fall. So, jetzt finden wir auf jeden Fall raus, ob wir den nächsten Verfluchtstatus erreichen. Noch nicht ganz. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder volles Leben. Damit kann uns der kopflose Wächter wieder ein paar auf den Deckel geben. So, als nächstes kriegen wir dann anscheinend eine Waffe. Blendende Gier. Das Glitzern des Goldes ist das einzig wohltuende Licht, wenn sich die Kräfte von Finsternis und Ehrgeiz vereinen. Auf dem Boden liegendes Gold verschwindet nach kurzer Zeit. Die Menge des auf dem Boden liegenden Goldes erhöht sich. Okay. So. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz hier reinschauen. Habe ich jetzt hier irgendwas zur Auswahl bis jetzt? Nee, noch nicht. Okay, aber wir haben auf jeden Fall jetzt im Vergleich zu vorher 600 mehr Gesundheit, also 1600 Leben. Womit wir natürlich einiges mehr aushalten. Vom Schaden her machen wir jetzt nicht ganz so viel mehr. Alles klar, dann schauen wir mal weiter. Erstmal natürlich wieder hier das Licht anmachen. Oh, ordentlich ein paar auf den Deckel. Oh. Wieder mal Ausdauer regenerieren. Okay, das war doch mal eine kleine Kombo. Oh, da kommen anscheinend noch mehr. Okay, oh. Autsch. Okay, das war Nummer 2. Der Kollege mag eben nicht sterben. Jetzt, Oh, da haben wir die neue Art Gegner auf jeden Fall. Autsch. Okay, das hat uns ordentlich gegeben. Also anscheinend zieht der werte Kollege hier Leben ab noch zusätzlich. Da müssen wir ein bisschen aufpassen für den Fall, dass wir Lowlife sind. Aber scheint nicht das Problem zu sein. So, sorgt man hier auf jeden Fall mal für Licht. Okay. Also, an dieser Ecke liegt jetzt gerade eben nichts rum. Mal auf die andere Seite rüber. Da ist wieder was zum Aufheben. Schlangenschwert. Kombo, Abschlussangriffe verbrauchen keine Ausdauer. Ein Basisschaden pro Fitnesspunkt. 18 plus 6. Ich würde mal sagen, Gold opfern. Damit unsere Verderbtheit nicht weiter ansteigt, wobei wir jetzt schon bei Stufe 3 sind. Jetzt muss ich mal schnell schauen. 18 plus 6. Da machen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Damage. Der Revolver bleibt immer noch gleich. Na gut, die Fackel, klar, macht das Licht über den Schaden. Wobei, vielleicht die Gegner anzünden, wer weiß. So, dann geht's mal weiter zum nächsten Abschnitt. Da werden wir wieder einmal Attribute bekommen und danach schaut's danach aus, dass wir sogar zu einer Boss-Stage kommen. Dann hoffe ich mal, dass ich in dem Abschnitt jetzt nicht unbedingt so viel Leben vom Buckel geprügelt bekomme. Okay, da haben wir es also wieder. Oh.
Vielleicht können wir die Herr Kollegen hier. Oh, der hat auf jeden Fall ordentlich an der Suppe. Eieiei. Ei. Ups. Der hat uns auf jeden Fall verdorben nochmal. Aber alles kein Problem. Bis jetzt haben wir die Lage noch voll unter Kontrolle. Allerdings müssen wir unsere Verderbtheit ein bisschen im Auge beachten. Weil der Hinweis ja am Anfang kam, umso höher die Stufe, umso schwieriger wird's. Ein bisschen Gold gefunden. Nicht schlecht. Oh. Irgendwie schaut das nicht so gut aus. Machen wir hier ein paar Fallen. Oh, natürlich. Gleich mal 100 Leben weg. Jetzt kann ich dann hier lang oder geradeaus? Dann gehen wir erstmal hier. Jetzt ist es die Frage, gehe ich jetzt hier rüber erstmal oder geradeaus? Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal geradeaus. Das schaut nämlich so aus, als wäre hier nämlich Gold. Ein bisschen was. Haben oder nicht haben. Autsch. Und auf jeden Fall den Damage haben wir. Nächste Bra- Oh. Hallo. Haben auf jeden Fall einige Follower hier. Dann werde ich das wohl im Dunkeln machen müssen. Ordentlich ein paar auf den Deckel hier geben. Autsch. Bisschen aufpassen auf jeden Fall, dass uns der Kollege hier nicht erwischt. Bis jetzt noch gar nicht ausprobiert habe, ist eigentlich, ob ich bei denen Kollegen hier, ich lasse mich mal beschießen. Nö, das ging schief. Also vermutlich werde ich hier echt ausweichen müssen oder ich habe mich einfach verdrückt. So. Plus 20% Basisschaden mit Peitschen. Ah, jetzt können wir also dann die Bonus-Stats, die ich jetzt dreimal ausgewählt habe, wo ich eigentlich der festen Überzeugung bin, dass das jetzt nicht unbedingt viel bringt, austauschen. Wenn ich dann nochmal dasselbe finde, werde ich dann auf jeden Fall drauf schauen, dass ich das Ganze den Göttern... Ach, das kann ich nicht... Okay, dadurch, dass ich das schon ausgerüstet habe, kann ich das anscheinend jetzt nicht opfern. Es geht dann anscheinend nur bei den neuen Sachen, die ich halt irgendwo rumliegen habe. Aber dann müssen wir es wohl liegen lassen. Geht nicht anders. Ja gut. Oh. Abgesperrt. Dann haben wir hier das nächste. Ja, dann werden wir wohl mit Blut opfern müssen. Kommen wir nicht drum rum. Noch mehr Verderbtheit. Yay! Okay, also ich hoffe, dass uns das jetzt nicht zum Verhängnis wird. Oh Gott, der Champion. Okay, Leute. Jetzt geht's ab. Die Boss-Stage. Oh, jetzt haben wir sogar Leben verloren, dadurch, dass wir die Tür aufgemacht haben. Fackel des Lights. Blicke zum Mond, um das Licht der Sonne reflektieren zu sehen. Blicke direkt in die Sonne, wenn du erblinden möchtest. Deine Fackel verliert seine Eigenschaft als Feuer- und Lichtquelle und sondert stattdessen ein dunkles Licht ab, das verborgene Fallen sichtbar macht. Du erleidest keinen zusätzlichen Schaden mehr, wenn du im Dunkeln stehst. Okay, also anscheinend ist dann die 50% Schaden, die Wumme dann extra bekommt. Die sind jetzt scheinbar nicht mehr dabei. Oh, der schaut schon so fies aus. Oh, der hat sogar noch einen Hund. Oder ein Panther? Oder was auch immer das sein soll. Keiner weiß. So, dann... Ja. Oh, zwei. Oh, das war knapp. Da müssen wir schauen, dass wir hier rauskommen. Okay, seine treuen Begleiter jetzt erstmal hier klappern. Autsch. Das war natürlich nicht so schlau.
Also anscheinend mit der Zeit beschwert er die... Oh Gott. Okay, die Kollegen haben anscheinend... Autsch. Autsch. Das sollte man vielleicht jetzt doch mal drauf konzentrieren, dass wir den werten Kollegen hier ein paar geben. Nice. Okay. Das ging daneben. Okay, also so beschwert er anscheinend immer andere. Oh Gott. Also unser Leben wird jetzt langsam aber sicher ziemlich wenig. Autsch. Okay, 283. Möglicherweise werden wir den jetzt beim ersten Durchlauf ein bisschen verhauen. Keine Ausdauer. Mal lieber aus dem Weg gehen. Okay. Oh. Ja, die Kollegen geben uns auf jeden Fall ordentlich gerade. Leben. Oh Gott. Ja, das könnte in die Hose gehen. Okay, wir haben ihn auf jeden Fall schon ziemlich ordentlich angehauen. Jetzt müssen wir ein bisschen sparsam sein mit unserer Ausdauer. Das war jetzt auch ganz schön knapp. Uiuiui, 63. Oh. Oh, wir haben ihn. Das war ganz schön knapp. Er hat uns fast gehabt. Aber zum Glück haben wir es überstanden. Und hier gibt es erstmal ordentlich Belohnungen. Hier können wir interagieren. Mal schauen. Ah, Sieg. Okay, 100%. Alles klar. Okay, dann scheint es jetzt anscheinend zum nächsten Bereich weiterzugehen direkt. Interessant. Dann tut sich hier ein Podium auf. Blutemblem erworben. 6 neue Segen verfügbar. Unterwelt. Die Unterwelt ist ein Ort, der zwischen Leben und Tod existiert. Sie ist die Ruhestätte der toten Götter. Benutzt die Aktion Interagieren bei der zentralen Stele in der Haupthalle, um Zugang zur Unterwelt zu erhalten. Dort kannst du den Göttern Kristallschädel und Jaderinge opfern, um neue Aufwertungen freizuschalten. Alle Aufwertungen der Unterwelt sind dauerhaft und bleiben auch nach dem Tod erhalten. Okay, also da können wir anscheinend alle Items, die wir jetzt halt sozusagen als Belohnung bekommen haben, einlösen. Das wird dann wohl hier sein. Okay, Segen. Segen der toten Götter sind mächtige passive Fähigkeiten, die dir auf deine nachfolgenden Erkundungen helfen werden. Schalte Segen frei, um sie in den verfügbaren Segenschlotz aus... Schlotz, klar... Segenslots auszurüsten. Kehre nach jeder Erkundung in die Unterwelt zurück, um deine aktuellen Segen zu ändern. Okay, also anscheinend haben wir 2 Dinger frei. Ja, von dem haben wir noch nicht genug. Wir können auf jeden Fall anscheinend hier die etwas günstigeren auswählen. Jetzt ist es die Frage, was wir nehmen. Der Schein des Feuers reicht weiter. Sämtlicher im Licht erlittener Schaden wird um 20% verringert. Es wäre auf jeden Fall, nachdem wir schon mal so viel Schaden fressen, sinnvoll. Allerdings schaue ich mich dann lieber nochmal um, was es noch so gibt. Du erhältst zu Beginn deiner Erkundung 5 Fitness und 1 Fitness am Anfang jeden Raumes, wenn deine Gesundheit auf unter 50% des Maximum gefallen ist.
Du erhältst zu Beginn deiner Erkundung 5 Geschicklichkeit. Jedes Ausweichen löst Hast aus. Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit für 5 Sekunden. Heilung, die deine maximale Gesundheit übersteigt, wird in Gold umgewandelt. Das wäre schon mal gar nicht mal so schlecht. Deine Verderbnisgrenze erhöht sich zu Beginn deiner Erkundung von 100 auf 120. Das wird dann alles wahrscheinlich dann für später relevant sein. Jetzt für den Anfang. Du erhältst zu Beginn deiner Erkundung 1000 Gold und 5 Wahrnehmung. Da können wir auf jeden Fall die Fallen noch mehr benutzen. Mit dem Skill Fallen fügen Gegnern 100% mehr Schaden zu. Jetzt ist es die Frage, was nehmen wir? Raffgear-Kills generieren einen mehr Ausdauer. Puh, die Qual der Wahl haben wir jetzt. Ich würde fast behaupten, dass wir uns mit Tamoks Schutz auf jeden Fall ausrüsten werden, damit wir halt weniger Schaden erleiden. Besonders aus dem Grund, da ich persönlich noch sehr viel einstecken muss. Aktuell. Jetzt haben wir noch 20 von dem. Verlorene Waffen. Stelle die Macht der verlorenen Waffen des Tempels wieder her. Freigeschaltete Waffen können auch auf zukünftigen Erkundungen im Tempel gefunden werden. Okay, also dafür dann die Ringe. Kriegsvakana, Hauptwaffe Schwert. Aufgeladene Angriffe verursachen kritischen Schaden. Okay. Stürmische Klive. Aufgeladene Angriffe erzeugen einen Windstoß, der allen Gegnern auf seinen Weg Schaden hinzufügt. Klingt an für sich gar nicht mal so schlecht. Opfermakana, Hauptwaffe Schwert. Verursacht kritischen Schaden, wenn der Gegner in der Nähe ist. Verleugnung, Klinge von, oh Gott, Xpels Alok, kann keiner aussprechen. Abschlussangriffe und aufgeladene Angriffe unterbrechen die normalen Angriffe der Gegner. Puh, das sind ganz schön viele auf jeden Fall hier. Das ist dann wieder der Hammer. Kritischer Schaden gegen brennende Gegner. Erhält passiv die Umgebung. Okay, das ist dann anscheinend was zum Werfen. Herzsucher, Zähne des Todes, Geschosse haben eine erhöhte Reichweite und durchdringen Gegner. Da gibt es so viele Sachen. Aber. Lemat, Perkussionsrevolver. Perfekte Schüsse fügen allen Zielen in einem Kegelbereich hinter dem Aufprallpunkt Schaden zu. Giftangriffe. Getötete Gegner lassen doppelt so viel Gold fallen. Normale Schüsse versagen, doppelter Schaden mit perfekten Schüssen. Auch wieder Silbersterne, das sind anscheinend die ganzen Sachen zum Werfen. Perfektes Ausweichen löst an der Salbe aus Geschossen aus. Was haben wir da unten? Ausweichen dem Messer. Automatisches Ausweichen während eines aufgeladenen Angriffs. Ja, das ist jetzt halt echt schwierig. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, was ich da nehmen soll. Ich würde mal sagen, Combo-Abschlussangriffe und aufgeladene Angriffe unterbrechen die normalen Angriffe des Gegners. Ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Probieren wir das mal aus. Okay. Waffenaltäre. Waffenaltäre in der Haupthalle halten Waffen für dich bereit, bevor du deine Erkundung beginnst. Für eine größere Auswahl an Anfangswaffen musst du Altäre wiederherstellen. Um hochwertigere Ausrüstung zu erhalten, musst du Altäre aufwerten. Okay, das ist dann wahrscheinlich in dieser Halle drinnen. Okay. Ah, da kann ich dann auch weiterhin meine
Totenköpfe hier reinhauen. Das ist jetzt die Frage, machen wir das? Ach komm, machen wir das mal, solange wir das noch können. Darum haben wir jetzt beim ersten Mal nicht so viel ausgegeben und können nun auch hier keine weiteren Sachen mehr machen. So, göttliche Gunst. Die göttliche Gunst lässt sich die Waffen und Reliktschrein und Reliktschrein angebotene Ausrüstung erneuern. Schaltet die göttliche Gunst vermehrt frei, um die Anzahl der verfügbaren Erneuerungen während einer Erkundung zu erhöhen. Nach jeder Erkundung erhältst du jede gesammelte göttliche Gunst zurück. Okay, da scheinen wir allerdings... hier. Machen wir mal das erste. Jetzt können wir eh nichts mehr machen. Okay. Da haben wir jetzt durch den Upgrade hier den zweiten Altar hergestellt. So, also da können wir anscheinend... Oh, eine Peitsche. Wir haben ja vom Prinzip aus Peitschen hier. Okay. Aufs Inventar mal schauen. Stumpfe Klauen. Doch eine Peitsche. Aber haben wir den Revolver nicht bei uns im Inventar? Anscheinend nicht mehr. Achso, hier können wir uns entscheiden, welches Setup wir dann nehmen. Das ist jetzt die Frage. Ach komm, wir probieren es mal hier mit. Ich meine, was kann da wohl schief gehen? Alles. Gut, dadurch, dass wir das jetzt haben, ist da hinten noch etwas? Nee. Dann schauen wir mal weiter. Events. Alter Albtraum. Bei diesem Event hast du nur einen Versuch. Entkomme deinem schlimmsten Albtraum. Hüte dich vor Halluzinationen und verseuch die Wirte. Du verlierst deinen Orientierungssinn. Plus 2 pro abgeschlossenen Raum. Plus 10, wenn siegreich. Okay, da bekommen wir dann Bonus-Events. Das haben wir bereits. Dann machen wir das einmal. Okay, also ich hoffe, dass unsere Verderbtheit jetzt für den... Okay. Autsch. Das geht aber auf jeden Fall viel schneller. Da haben wir aber keine Lebensanzeige. Okay. Also, ich würde mal sagen, das liegt mir schon deutlich mehr. Oh. Autsch. Oh je. Oh je. Oh, da kriegt man ordentlich gerade. Eieiei, also die geben uns jetzt ordentlich. Die Lichter, da liegen sie auf jeden Fall. Oh Gott, da kommt der Große wieder. Ledermäuse haben wir. Kommt der Große wieder. Oh, das war ordentlich. Okay, den haben wir. Also anscheinend mit jedem Gegner, den wir kaputt machen, kommen hier in den Räumen die Fledermäuse.
auszuheben, ist alles kaputt. Ah, hier können wir auf jeden Fall noch was auswählen. Schnellfeuerbogen, Zweihandwaffe, Bogen. Kills gewähren für 5 Sekunden einen Schub auf die Bewegungsgeschwindigkeit. 20% Chance auf Giftangriffe. Jetzt haben wir 9 Punkt Gunst benutzen. Aber da bekommen wir auch wieder Verderbtheit auf jeden Fall dazu. Was haben wir denn hier? Flüsternde Ereignis, Nebenwaffe, Schild. 25% Chance, automatisch zu parieren. Plus 20% Basisschaden mit einer Klaue als Hauptwaffe. Plus 20% Chance auf Blitzangriffe. Hat aber dann auch 40 Verderbtheit. Zeremonieller Dolch. 3% Basisschaden pro Wahrnehmungspunkt. Plus 20% Chance auf Blitzangriffe. Plus 15% Schaden im Licht. Plus 20% Schaden gegen Gegner mit voller Gesundheit. Uff, das ist jetzt die Frage, was nehmen wir? Also ich glaube, wir haben ja so oder so genügend Geld. Nehmen wir mal den Schnellfeuerbogen. Glaube ich. Ich will jetzt aber gerade nicht so viel machen. Wobei die ja mehr... es ist mir jetzt aber aktuell Giftangriffe. Dadurch, dass die 12 macht, hätte ich fast gesagt, wir nehmen die, dann ist es wenigstens auch schön schnell. Okay. Dann haben wir das. War jetzt auf der anderen Seite noch irgendwo was? Nö. Alles klar, dann können wir den Bereich hinter uns lassen. Wieder mal mehr Verderbtheit. Goldener Fluch. Das Gold durchschwingt sowohl Haut als auch Knochen. Du verlierst so viel Gold, wie du Schaden erleidest. Die verlorene Gesundheit erhöht sich um 25%. Okay. Da haben wir wieder eine Portion Fallen auf jeden Fall. Autsch. Okay. Wieder mal kurz Ausdauer herstellen. In Ordnung, das haben wir. Die haben wir ordentlich weggekombert. Genau, dann haben wir das. Hier komme ich jetzt gerade eben nicht lang. Das heißt, wir müssen weiter in diese Richtung. In Ordnung. So, da drüben liegt Gold. Das werden wir uns natürlich gleich mal holen. Oh, okay. Depp, anstatt mich weiterzurollen, kassiere ich mal wieder. Oh, also wird langsam aber sicher besser. So, schimmernder Saphir. Plus 4% Basisschaden pro 1000 mitgeführten Gold, bis zu 10 Mal. Ich würde das auch nehmen. Ah, okay. Das heißt, die zusätzlichen Bonus-Stats werden dann wieder komplett zurückgesetzt und du fängst wieder bei 1 an. Alles klar, in Ordnung. Also baut sich dann jeder Dungeon immer wieder von 0 auf aus, bis auf die Tatsache, dass wir dann Waffen aufnehmen. Oh, okay. Mit schweren Waffen. Wir haben ja keine schweren Waffen, von daher ist es kontraproduktiv, das jetzt mitzunehmen. Minus 20% Goldopferkosten plus 3 Wahrnehmung und Codex des Verfluchten plus 50% auf Basisschaden aller Waffen plus 50% auf sämtlichen erlittenen Schaden. Okay, also
machen wir zwar mehr Damage, erhalten aber auch mehr dementsprechend. Das ist jetzt die Frage, ob wir das machen. 90. Risiko. Machen wir das einfach. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall mit einer weiteren Stufe Verderb dabei. Stufe 2 der Verderbnis erreicht. Toben der Tempel. Oh, wieder mal der Name, den ich nicht aussprechen kann. Deswegen würde ich mal sagen, ihr liest euch den ersten Namen selbst vor. Kontrolliert nicht nur die Diener der Götter, die er besiegte, sondern auch ihre Champions, ihre Wächter, ihre Hoffnungen und ihr Schicksal. Alle Jaguar-Statuen spucken nun Feuerbälle. Okay, also sehen jetzt wie auf den vorherigen Räumen vom Prinzip aus nicht mehr einige inaktiv, sondern die scheinen jetzt alle drauf zu hauen. In Ordnung. Okay, wir machen jetzt erstmal hier an. Dann hauen wir drauf. Oh, verderbt. Wir können ja aussäumen, dann warten wir mal kurz. Peitschenhiebe gibt's. Okay. Da kommen wieder ein paar Kollegen an. Ich habe halt jetzt während des Events hier überhaupt keine Info, wie viel Leben ich noch habe. Oh, das war natürlich sehr schlau, hier mitten reinzuspringen. Nutzen wir doch mal die Waffe hier mit. Eieiei. Ordentlich Damage bekommen gerade wieder. Natürlich, das nehmen wir alles gleich mit. So, dann schaue ich mich hier noch mal ein bisschen um, aber scheinbar... Oh Gott, da geht's schon weiter. Dann haben die Fledermäuse auf jeden Fall auch ein paar ordentlich auf den Deckel bekommen. So, dann nehmen wir jetzt erstmal hier die Belohnung. Kühner Bogen. Das ist aber eine Stufe 1 Waffe und wir haben ja schon. Deswegen opfere ich das mal lieber. Ja, ich glaube, das passt soweit. Das ganze Gold nehmen wir gleich mal mit. Alles klar, somit ist der Raum dann auch schon wieder fertig. So, dann würde ich aber sagen, an dieser Stelle beende ich mal wieder diese Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder mal bei euch fürs Zuschauen. Würde mich natürlich gern über ein Like oder einen Kommentar freuen. Könnt ihr mal gerne unten drunter unter das Video schreiben, wie ihr die Folge fandet. Ich meine, klar, relativ wenig Action dieses Mal, weil halt aber auch
dementsprechend viel zum Lesen war, nachdem wir das erste Level abgeschlossen haben. Also ich muss sagen, ich bin immer noch sehr begeistert von dem Spiel. Ja, wie schon gesagt, ein Like oder Kommentar wäre auf jeden Fall supi, denn ihr wisst ja bekanntlich, Support ist kein Mord. Auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge. Tschö.